Was habe ich diese Uhr geliebt? Was habe ich diese Uhr gehasst? Was habe ich sie vermisst, als ich sie verkauft hatte? Die Mühle Rescue Timer ist eine Uhr, die mich wirklich so hin und her reißt, dass ich kurz davor stehe, sie mir noch einmal zu kaufen, obwohl ich genau weiß, dass ich unter Umständen damit nicht glücklich werde. Warum? Bleibt einfach dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine Uhr, die ich schon einmal hatte und die mich unglaublich begeistert hat und die mich unglaublich genervt hat, sodass ich sie wieder verkauft habe. Welche Uhr ist das? Es ist die Mühle Rescue Timer. Nautische Instrumente, Mühle aus Glashütte hat mit der Rescue Timer eine Uhr herausgebracht, die zusammen mit den Kapitänen und Steuerleuten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger entwickelt wurde. Und man merkt der Uhr an, dass die wirklich für den Praxiseinsatz auf Schiffen bei rauer See, schlechtem Wetter gemacht wurde. Woran man das merkt, zeige ich euch im Laufe des Videos, aber genau diese Punkte waren es, die ich fantastisch an der Uhr fand. Ich habe diese Uhr extrem gerne getragen und sie war wirklich drauf und dran, den Platz meiner U1 streitig zu machen als die Uhr, die ich immer trage und auch im Urlaub sehr lange tragen kann. Aber es gibt einen Punkt, der hat mich zur Verzweiflung gebracht. Und das ist der Grund, weswegen ich die Uhr verkauft habe. Aber dazu später mehr im Video. Schauen wir uns die Uhr erst einmal an. Was als erstes auffällt, ist, dass wir einen Kautschukring haben und die Krone extrem angenehm und weich in das Gehäuse eingepackt ist und auch der Kronenschutz sehr weich ist. Die ganze Uhr lädt eigentlich dazu ein, gestreichelt zu werden. Damit will ich sagen, die Uhr hat keine scharfen Kanten, keine Ecken, es steht nichts hoch. Man bleibt nirgendwo hängen und wenn man irgendwo in Kontakt kommt, rutscht man wieder ab. Die Uhr verhakt sich nicht. Wirklich unglaublich weich und angenehm am Arm. Und das ist etwas, was ich richtig, richtig klasse fand. Ich will jetzt nicht total überziehen mit meiner Begeisterung, aber das ist echt super angenehm am Arm und ich habe das sehr, sehr genossen. Dennoch gibt es einen Punkt bei der Uhr, der mich in die Verzweiflung getrieben hat. Und das ist nicht die Gehäuseform, die doch relativ lang ist. Es ist auch nicht das Band, was mit zwei Seiten verschraubt ist, was ist ein bisschen frickelig. Ich hatte sie mir einmal verkratzt. Es ist die Datumslupe. Es ist ein 4 mm dickes Saphirglas mit einer innen eingeschliffenen Datumslupe. Und die ist leider unter bestimmten Blickwinkeln katastrophal ablesbar, beziehungsweise anders ausgedrückt. Man muss schon in einem sehr speziellen Winkel auf die Uhr gucken, um das Datum überhaupt ablesen zu können. Und das hat mich so dermaßen genervt, dass ich in den allermeisten Fällen, wenn ich auf die Uhr geschaut habe, erst meinen Arm justieren musste, bevor ich das Datum lesen konnte, dass ich sie wieder verkauft habe. Ich zeige euch das aber im Video noch genauer. Schauen wir uns doch erst einmal die Daten an. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm, hat eine Bandanstoßbreite von 20 mm und eine Bauhöhe von 13,5 mm. Den Horn-zu-Horn-Abstand zeige ich euch gleich und messe ihn auch nach, weil ich finde ihn so überraschend, dass ich das nicht glauben wollte, sondern nachmessen wollte. Die Uhr ist bis 1000 Meter wasserdicht, hat ein 4 mm dickes Saphirglas verbaut
und wird angetrieben von einem Sellita SW200-1. An der Uhr hier ist nicht mehr das Originalband dran, sondern ein Hirsch Performance Band der Serie Robby. Persönlich mag ich das Stahlband der Mühle Rescue Timer extrem gerne, weil das Stahlband passt sich ganz perfekt in das Gehäuse ein und hat zudem auch die Kautschuk-Elemente der Lünette, die im Stahlband aufgenommen werden. Finde ich richtig klasse. Das Stahlband fühlt sich übrigens ähnlich weich und geschmeidig an wie die gesamte Uhr und nimmt auch teilweise die Formensprache des weichen Kronenschutzes auf. Insgesamt ist die Uhr, wie gesagt, darauf designt, nicht anzuecken, nicht scharfkantig zu sein, sich nicht zu verhaken, keine Verletzungen auszuüben. Also ein wirklicher Handschmeichler, sowohl auf dem Arm als auch an der Außenseite, die vom Arm wegzeigt. Richtig, richtig klasse gemacht. Schauen wir doch mal, wie die Uhr sich an meinem 17 cm Handgelenk macht. Dafür muss ich meine Dekla Turbulenz abnehmen. Und was ihr jetzt seht, ist echt überraschend, denn die Mühle ist 2 mm größer als die Dekla. Von der Optik her würde ich sagen, es wirkt eher umgekehrt, als wäre die Dekla 2 mm größer als die Mühle, was zeigt, dass sich die Mühle auch an kleineren Armen wirklich völlig problemlos trägt. Falls ihr im Hintergrund gerade ein Klingeln hört, das ist ein Telefon, aber das kann ich jetzt nicht verhindern. Das ist eben das Live-Erlebnis bei der Aufnahme. Ich messe die Mühle nochmal nach, einfach um sicher zu gehen, dass sie auch wirklich 40 mm hat. Und danach messe ich den Rescue Timer und zeige euch dann den Unterschied. Hier seht ihr wirklich genau die 40 mm der Dekla Turbulenz. Dann haben wir es hier. Da haben wir es, genau, 40 mm Dekla Turbulenz. Und jetzt schauen wir uns die Mühle an. Und ihr werdet sehen, es sind tatsächlich 42 mm beziehungsweise sogar 42,5. Jetzt muss ich genau den äußeren Radius der Uhr finden, noch ein kleines bisschen. Ja, und ihr seht, es sind, da sind wir, ja, knapp 42,5, 42,4 mm Durchmesser der Mühle Rescue Timer. Nochmal nebeneinander gehalten. Ihr habt es ja gerade bei der Messung gesehen. Die Mühle ist tatsächlich größer als die Dekla, auch wenn es nicht so aussieht. Bei der Mühle gibt es einen optischen Trick. Den zeige ich im Laufe des Videos, der dazu beiträgt, dass die Uhr bei der Draufsicht so klein wirkt. Aber ich glaube nicht, dass dieser optische Trick die gesamte optische Differenz erklärt. An meinem 17 cm Handgelenk passt die Uhr hervorragend, sitzt super, wirkt auch am Handgelenk nicht so groß. Ich finde, sie wirkt auch am Handgelenk nicht wie eine 42 mm Uhr. Die Bandanstöße stehen ein kleines bisschen über, da braucht man ein bisschen Auflagefläche auf dem Arm. Ich zeige euch aber gleich, wie viel Auflagefläche man da wirklich braucht. Aber wie ihr hier sehen könnt, das passt hervorragend. Und wenn man ein Stahlband an der Uhr montiert hat, ist das sowieso nicht mehr ganz so entscheidend, weil das Gehäuse und das Stahlband ineinander übergehen und da auch nicht klar zu erkennen ist, welcher Teil jetzt wozu gehört, solange es nicht flügelartig absteht und einen Hohlraum unter dem Band zwischen Arm und Band entstehen lässt, ist das meiner Meinung nach vollkommen unkritisch. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie lang das Gehäuse wirklich ist, weil Hörner in dem Sinne haben wir hier ja nicht. Und dafür nehme ich wieder meinen Messschieber und wir gucken. Und es sind unter 50 mm. Es sind, ja, das ist ein bisschen frickelig, wenn man so ungeschickt ist wie ich, 49 mm.
die das Gehäuse insgesamt an Länge hat. 50 ist so meine Schmerzgrenze, 50,5 vielleicht noch. Also das ist eine Größe, die ich tragen kann, die aber meine Grenze ist. Bei der Uhr hier finde ich das insofern auch wichtig, weil Bänder hier nicht gerade abfallen. Ihr habt das bei dem Hirsch Performance Band gesehen, sondern dann auch noch ein kleines Stückchen abstehen, weil sie eben in das Gehäuse integriert sind. Man muss das ein bisschen austesten bei einem kleineren Arm, ob das so passt oder ob man auf das Stahlband gehen möchte, was dann etwas besser am Arm aussieht. Persönlich finde ich das Stahlband grandios und sollte ich mir die Uhr noch einmal kaufen, wird es mit Sicherheit mit Stahlband und ich werde dann auch nicht wechseln, weil ich das Stahlband wirklich richtig klasse finde. So, und jetzt sehen wir das nochmal, dass das Gehäuse nach unten etwas breiter wird. Die Lünette oben ist deutlich schmaler und dann gibt es eine leicht konische Form, sodass das Gehäuse zum Boden hin breiter wird und die Uhr bei der Draufsicht schmaler erscheinen lässt. Sehr geschickt gemacht. Und wenn man den Durchmesser misst, misst man natürlich die breiteste Stelle des Gehäuses. Ich vermute, dass oben der Kautschukring die Lünette selber vielleicht wirklich nur 40 mm, vielleicht sogar knapp unter 40 mm hat. Und jetzt wollte ich euch gerne noch etwas anderes zeigen. Und zwar sprach ich ja schon von dem Datum. Übrigens, die Krone lässt sich hervorragend mit Handschuhen bedienen. Überhaupt kein Problem. Ihr könnt sehen, dass ich die Uhr nicht besonders viel bewege. Das sind keine großartigen Schwenks, die ich hier mache. Und ich muss schon sehr senkrecht auf die Uhr gucken, um die 13 lesen zu können. Und wenn ich nur ein kleines bisschen die Uhr bewege und verkippe, dann verschwindet das Datum, auch wenn man weiter weg ist. Ich habe jetzt nicht viel gemacht und die 3 ist schon fast weg. Es ist also wirklich nicht viel Bewegung und auch wenn ich hoch und runter kippe, jetzt ist es schon nicht mehr sauber ablesbar. Und ihr seht, das ist nicht viel Bewegung, was ich da habe. Da bewege ich meinen Arm doch deutlich stärker als diese wenigen Millimeter. Und das ist was, was mich in den Wahnsinn getrieben hat. Mühle bietet leider keine Option ohne Datum an. Und bei dieser Uhr mit Kautschuklünette und 4 mm dickem Saphirglas das nachträglich tauschen lassen wollte ich auch nicht. Also das ist ein Punkt, wo ich wirklich hin und her gerissen bin. Und wo ich, obwohl ich die Uhr grandios finde, bei diesem einen Punkt immer wieder sage, es treibt mich in den Wahnsinn. Ich kann das nicht ab, dass ich so genau meinen Arm ausrichten muss, um das Datum ablesen zu können. Das Gute ist natürlich, dass die innen eingeschliffene Lupe nicht aufträgt, außen stört überhaupt nichts, das Glas ist wunderschön plan. Man bleibt nicht hängen, es gibt keine Schmutzkante, ganz, ganz viel spricht dafür. Was ich mich nur frage, ist, ob man das nicht vielleicht ein kleines bisschen größer hätte machen können, selbst auf die Gefahr hin, dass der Vergrößerungseffekt nicht so groß ist, aber dafür die Ablesbarkeit besser. Also das hätte ich mir schon sehr gewünscht. Schade, dass Mühle das so nicht gemacht hat. Was ich euch gerne noch zeigen möchte, bevor ich euch den Nightshot zeige, das ist die Zeigerstellung dieser Uhr. Dafür muss ich kurz die 12 abwarten bei dem Sekundenzeiger. Dann werde ich die Zeiger auf der 12 Uhr Position ausrichten und wir schauen mal, was Mühle hier für einen Job gemacht hat beim Setzen der Zeiger. Und ich muss sagen, perfekt. Also wirklich absolut 100% in der Achse, sowohl der Sekunden-, Stunden- als auch Minutenzeiger extrem gut gesetzt, wunderbar. Man kann es leicht erahnen, dass auch zwischen den Zeigern genug Luft ist, dass sie sich nicht berühren. Wirklich wunderschön gemacht.
Ihr könnt auch sehen, dass die Krone, die übrigens das einzige glänzende Teil an der Uhr ist, von den Schrauben abgesehen, ebenfalls sehr sauber ist. Das Gewinde ist sehr sauber. Sie verschraubt sich ganz angenehm, ganz weich, völlig problemlos. Auf der Krone selber ist das Kreuz drauf. Richtig schön. Eine wunderbare Uhr. In jedem Punkt super verarbeitet. Der aktuelle Listenpreis liegt meiner Meinung nach bei 1.950 Euro. Wer ein kleines bisschen sucht, findet sie aber auch für 1.600 oder knapp drunter. Man muss also nicht die 1.900 bezahlen. Das ist übrigens der Preis für die Uhr am Stahlband, meine bevorzugte Option. Es gibt auch ein Kautschukband, was ebenfalls qualitativ sehr hochwertig ist und mit einer Sollbruchstelle versehen ist. Sollte man mit dem Band einmal hängen bleiben, damit das Band reißt und nicht der Arm. Alles sehr durchdacht. Ich bin kein großer Freund von Kautschukbändern, aber wer auf Kautschukbänder steht, das Band ist wirklich gut. Und als ich meine Rescue Timer damals noch hatte, hatte ich sowohl Kautschuk als auch Stahlband, kann es daher beurteilen. Und jetzt packen wir mal ordentlich Licht auf den Rescue Timer, um zu gucken, wie die Uhr bei Nacht aussieht. Und das ist klasse. Richtig gut. Diese Sequenzen bearbeite ich übrigens nicht nach. Das ist so, wie ich es aufgenommen habe, ohne Color Grading, ohne Aufhellung, ohne irgendwelche Nachbearbeitung. Das ist meine Kamera pur. Und ihr könnt sehen, die Uhr ist mega gut ablesbar. Durch die unterschiedlich ausgerichteten Dreiecke auf 12 und 6 Uhr ist auch die Ausrichtung der Uhr vollkommen klar, ohne dass es einen Leuchtpunkt auf der Lünette oder etwas anderes gibt. Finde ich sehr gut gemacht, gefällt mir richtig gut. Das Einzige, was ich nicht weiß, und vielleicht schreibt ihr mir in die Kommentare, was ihr tun würdet. Soll ich sie mir nochmal kaufen? Soll ich es nochmal eingehen, das Risiko? Ich mag eigentlich alles an der Uhr, bis auf das Datum, aber das mag ich so richtig fett nicht. Schreibt es mir gerne rein, Glastausch ist keine Option für mich, das schicke ich vorweg. Ja, was denkt ihr allgemein über die Rescue Timer? Eine schöne Uhr? Keine schöne Uhr? Der Kautschukring ist übrigens sehr haltbar, früher war er fest verklebt, mittlerweile ist er einfacher tauschbar, hält auch viele Jahre, also da besteht kein großer Grund, Bedenken zu haben. Es gibt die Uhr, wie gesagt, mit Stahlband, mit Kautschukband. Ihr seht aber auch hier, dass Aftermarket-Bänder sehr gut an die Uhr passen und auch sehr gut zu der Uhr passen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Ich bin da super neugierig. Freut euch auf meine nächsten Videos, erfreut euch an euren Uhren und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis dahin, tschüss, euer Axel.